Okay, so, jetzt geht's los mit Final Fantasy 15. Mal wieder. Ich glaube, ich würde tatsächlich nochmal campen gehen, weil ich ehrlich gesagt gerne schönes Wetter dafür hätte. Camping sucks when it rains. Ja, es ist halt furchtbar. Ich hasse, wenn es regnet. Das Schlimmste, wenn es regnet, Alter. Gibt nichts Schlimmeres als Regen. Wir essen deswegen nur Pommes mit Ketchup. Erstmal ein paar soggy Pommes reinschieben, Mann. Beste, was du machen kannst. Gutes Bild, nämlich. Ist ja wie in Breath of the Wild. Shit, ich habe vergessen, die Kategorie zu ändern. Warte. Oh! Nogis hat eins seiner Leibgerichte gegessen. Der Kommandobalken füllt sich heute schneller. Das ist ziemlich gut. Aber erst muss ich auf Twitch gehen. Und dann muss ich auf meinen Kanal gehen. Und dann muss ich auf Bearbeiten drücken. Und dann kann ich den Stream nicht verwalten. Doch, kann ich. So, warte. Dann sage ich jetzt nämlich, das Thema ist FF15 und Chill. Und dann Emoji, packen wir einen Kristall dahinter. Wo war denn der nochmal? Ich glaube, der war bei der Lampe. Genau hier. Und ein Herz. So. Dann ist die Kategorie Final Fantasy 15. So. Und entweder ist jetzt meine App abgestürzt oder es hat funktioniert. So, je nachdem. Eins von beiden. Hey, das hat nicht funktioniert. Das können wir direkt nochmal machen. Oh. Warte. FF15 und Chill. Nicht Herz, sondern Kristallherz. So. Final Fantasy 15. Warum geht das nicht? So. Speichern. Perfekt. So, jetzt ist das geändert. Okay, los geht's. Dann check ich doch gerade mal. Wir sind gar nicht so weit weg davon, ehrlich gesagt, glaube ich. Wir müssen nämlich nach hier. Wir machen heute Chocobo-Rennen, habe ich beschlossen. Und wir müssen halt eigentlich nur die Straße hier runter. Dann sind wir da. Und das ist eigentlich ziemlich angenehm. Entsprechend, los geht's. Let's jump, Bros. Was geht ab bei euch heute? Ich habe einfach das Final Fantasy 7 Video fertig geschnitten und es ist einfach released und es ist draußen und man kann es sich angucken und ich glaube, es ist eigentlich sogar ganz gut geworden, ehrlich gesagt. Und ich habe kleine süße Final Fantasy 7 Sounds damit eingearbeitet und ich bin einfach der glücklichste Mensch. Ich bin so happy, weil es einfach voll cute geworden ist. Und die Leute begreifen immer noch nicht, dass das Remake ein volles Spiel sein soll und nicht einfach nur irgendwie 3 Stunden lang ist, Mann. So. Das macht mich halt wirklich fertig, Mann. Das macht mich echt sad, so. Ich erwähne extra im Video von wegen, hey, by the way, das Remake basiert zwar auf den ersten 3 bis 5 Stunden des Originals, aber ist halt circa 30 Stunden lang, Mann. Und alle dann so, hä, wie ist es nur 3 Stunden lang? Manchmal frage ich mich auch, was die Leute hören, wenn sie halt Videos gucken. Ob sie halt so selektiv einfach Informationen ausblenden. Oder halt, keine Ahnung. Sind die halt so, dass sie die machen das Video an, tanzen so ein bisschen im Raum. Und dann sage ich irgendwas Negatives und dann klappen so die Ohren hoch und plötzlich wird alles an Informationen für die nächsten 3 Sekunden aufgenommen. Dann sind sie wieder zu und machen irgendwas anderes. Es ist halt so. Einfach. Ja, ich glaube, das ist halt echt so. Der Coronavirus kommt wieder durch. Es ist halt einfach. Das ist nicht das erste Mal, dass mir das auffiel. Das ist halt auch bei den ganzen Animal Crossing-Videos so. Wo ich halt Sachen in jedem Video 5-mal erklären kann. Und die Videos haben 15.000 Views alle und trotzdem kriege ich 3 Tage, nachdem ich so ein Video veröffentlicht habe, auf Twitter oder auf Instagram genau die Frage, die in 15 Videos beantwortet wurde, die ich vorher released habe. 5-mal wurde sie besprochen, so. Das heißt, es ist halt...
Also manchmal habe ich das Gefühl, Leute sind so ein bisschen abwesend, wenn sie Videos schauen, die Informationen verarbeiten sollen. Kann man nicht mit dem Chocobo auch kämpfen? Ich bin kein Fan der Tatsache, dass meine Chocobos einfach weglaufen, Alter. Ich dachte, die kann ich für irgendwas einsetzen. Hier so, dass ich meine Chocobo-Sause machen kann oder sowas. Aber die chillen jetzt einfach da hinten. Ja, komm nur wieder. Mach deinen Walk of Shame hierher, während ich dich anstarre, mein Freund. Oh nein, er wird vom Auto überfahren. Dude, danke an Lea the Banana und an Akuma Nishimura, der einfach schon wieder 15.000 Subs rausgehauen hat, Mann. Vielen, vielen Dank. Mega, mega cool. Wenn ihr nicht wärt, wäre ich pleite. Und arm und traurig. Und stattdessen bin ich jetzt hier. Und kann Videos schneiden und Videospiele spielen und mich mit euch unterhalten und einfach jeden Tag ausschlafen. Vielen Dank, ich hab euch ganz da lieb. Stattdessen bin ich nur traurig, stimmt. Gott, dieses Spiel ist halt echt hübsch, Mann. Das ist halt echt ein schönes Spiel. Also da kann man halt nichts gegen sagen. Wenn es denn mal funktioniert mit der Grafik, sieht es halt wirklich schön aus. So, guck mal. Wir haben sogar direkt bei den Chocobo Races das Ding passend hingepackt. Aber wir müssen erst einmal zur eigentlichen Farm, weil ich da vorher einmal die Namen der Chocobos ändern möchte. Might want to stock up on potions and stuff. Nice. You're being helpful for a change. What do you mean for a change? Wobei, wir könnten auch diese Quests hier machen. Die sind eigentlich auch Chocobo-relevant einfach. Ich glaube, da gab es eigentlich ganz coolen Kram. So, what'll it be today? Okay, hier ging das nicht. Wo ging das denn nochmal, dass ich Namen ändern konnte? Ich weiß, dass das hier irgendwo geht. War das das Ding hier? Nee. Ging das bei dir? Nee. Thanks. Come back soon. So trug es sich zu, dass der Schwertgott nach Tenebrae niederstieg. Bla bla bla. Ich glaube, das haben wir schon gelesen. Bei dir? Oh je, es ist so cute. Ha. Da ist ein Girl, okay. Das Girl ist dann aber die hier, oder? Oh, hier ist ein Fotografierspot. Take a shot from here. Good call. Now it's picture time. Ready or not? Schönes Bild. Ein bisschen überlichtet, aber auf Fallums habe ich es nicht gespeichert. Na, was soll's. Das grüne Chocobo-Symbol. Das hat auch die Tante hier. Well, howdy. Ah! Oh. Okay, hier kann ich Stuff kaufen und verkaufen. Okay, Name. Boko.
Nein, er soll nicht nur Bock heißen. Ja. So, Farben. Wir haben Weiß und wir haben Gelb. Sehr gut. So, machen wir zwei Gelbe, machen wir zwei Weiße soweit. Das ist schon mal in Ordnung. Medaillen haben wir noch keine. Pleasure doing business with you. Aber die holen wir uns jetzt. Oh, jeez, calm down. Here. Ja. Zeit für Chocobocolina! Oh Gott, ich freue mich so sehr auf Final Fantasy 13, Alter. Das wird fantastisch. Fantastik, sage ich. Keep it moving. Yep. So, kann ich hier hingehen und einfach mit dir auf dem Chocobo reden? Nein, das geht natürlich nicht. Thanks for the ride. Oh, thanks, buddy. Ja, komm. Howdy there. Y'all ride chocobos? We hold races here, and you can put your skills to the test against others. Our birds have been in high spirits since old Deadeye bit the dust. Tell you what, I'll lend you two of our perkiest. Why don't you grab a friend and have a friendly little race? Okay, los geht's. All right, it's on, Noct. Reich jetzt erstmal das Ziel, das krieg ich wohin. Danke an kleine Anna und Blyfry für eure Subs, ihr coolen Menschen. Los! Ich habe gar keinen Speedboost bekommen, Mann. Nicht mehr lange, mein Freund. Mein Chocobo ist ein bisschen betrunken, habe ich das Gefühl. Okay, wir sind fast am Ziel. Das kriegen wir hin. Okay, los geht's. Und gewonnen! Wow, es gibt tatsächlich den Final Fantasy Jingle in der ganzen Geschichte hier. Das ist das erste Mal, dass ich den höre, glaube ich. Nice riding! Congrats! I'll have a new course ready for next time. Don't rest on those laurels, eh? Ja, los geht's! Hey, y'all here to ride? We've got a new course. Stell dir vor, du hättest einen Chocobo im Real Life. Was wäre das für eine Erleichterung? Also ich glaube, Chocobos fände ich cooler als Pferde. Können Pferde ruhig abschaffen und stattdessen auf riesigen Straußen durch die Gegend reiten. Fände ich wesentlich cooler, Mann. Ich habe mir damals auch gedacht, dass Blitzball in Real Life eigentlich ganz geil wäre, aber... Wow, okay, was war das denn für ein Speedboost gerade? Not too shabby. Bringt mir überhaupt meine Speedboost-Stufe hier irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Warum ist er im regulären Rennen einfach schneller als ich? Das ist total crazy, Mann. I'm impressed.
Not too shabby. Oh, du Ficker, Alter. Yeah. All in a day's work. I want a rematch. Unglaublich. Nice riding. Didn't quite get there, huh? Well, there's always next time. Ja, und das machen wir nochmal. Ich will das schaffen. Ich gebe nicht auf, bis ich das hingekriegt habe. Ready? Go! Let's go! Warum ist dein Chocobo so viel schneller als meiner? Was ist denn da los? I don't think so. Ich denke, es gibt eine besondere Belohnung, wenn man diese Rennen gewinnt. Du kriegst neue Farben für die Chocobos und so kleine Anhänger, die du vorne dranhängen kannst. Muss ich mich hier etwa durchcheaten? Ne, muss ich nicht, ne? Mach ich auch falsch. Darf ich jetzt zurücklaufen? Okay. Kann ich einfach sagen, dass ich das nochmal von vorne machen möchte? Nein, okay. I don't think so. Aber ja gut, das hat es nicht gebracht irgendwie. Ich habe gelernt, ich darf die Leiste auf jeden Fall nicht komplett leer machen. Und ich muss meinen Chocobo noch trainieren. Ich dachte, Stufe 5 wäre genug, dass ich zumindest gegen Gladio gewinnen könnte. Aber scheinbar eher nicht so. Yeah. No one a day's work. I want a rematch. Nice riding. Didn't quite get. Well, there's always next time. Aber gut, das ist in Ordnung. Damit können wir leben. Denn, wie gesagt, wir haben ja noch die Chocobo-Quests, die wir stattdessen machen können. Und dann werde ich einfach die machen. Zuerst schnecke ich mich nochmal in meinen Trailer hier hinten und schlafe eine Runde, damit es wieder schön Tag ist. Und dann machen wir mal ein paar Chocobo-Quests. Ja, auch okay. You ready to rumble, Nacht? In King's Night? Oh yeah, I'm game. Well, there's always next time. Screech. Ich sehe gerade, Yassi Cookie hat subscribed. Ich, Vollidiot, habe das glaube ich nicht gemerkt, aber trotzdem vielen Dank dafür. Oh, guck mal, ganz viele Chocobos, das ist schön. Das nehme ich. Oh, das ist großartig. Das nehme ich auch. Ich hatte Chocobon-Quest. Ach, Kinder, was mache ich mit euch? Hey, Wiz, was geht ab? Zeit für eine Aufgabe. Hey, howdy there. Say, you buddies with the kid who's got the fancy camera? Fancy camera? Oh, right. Yeah. Nice. What do you say to taking a picture for me? Of what? A wild chocobo. Pretty little thing lives around these parts. But I ain't seen him for a while now. Starting to get worried. Okay. We'll check it out. That's mighty kind of you, friend. I got my hands full looking after my own little ones. Appreciate the help. So, den Chocobo fotografieren. Los geht's. Da ist mein Boy. Wo haben wir das denn? Fotoshooting am Vulkan? Nein. Vogel außer Rand und Band. Das müsste das, glaube ich, sein. Weil wir unseren Chocobo trainieren müssen, reiten wir den jetzt einfach die ganze Zeit. Hey, Nacht.
What were you guys talking about? Nothing much. He just wants a photo of a chocobo. Dude, I'm on it. You made his day. A wild chocobo. I hope we find it soon. Remember, they're just as scared of us. Easy as they come. See you, Slowpoke! Muss ich dafür nicht in dem Bereich, wo wir den Behemoth bekämpft haben? Also das ist schon hier oben irgendwo. Genau, es ist hier oben. Nice riding with you. Shit, das ist nicht der richtige Weg. Let's go. Oh, weiter geht's. Ich freue mich so sehr auf das Chocobo-Züchten in Final Fantasy VII, Alter. Das war halt voll cool, wenn du das damals gemacht hast. Also rausfinden, welche Kombination von Chocobos plötzlich welche Farben herausbringen und so. Das war ziemlich wundervoll. Das hat viel Spaß gemacht. Ich muss kurz mal den Weg finden. Wo waren wir nochmal? Das war hier irgendwo, oder? Genau hier. Kann ich hier auch einfach rein mit dem? Nee, okay. Hey, Dazzy! So. No use hanging around here. Indeed. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es in dem Lösungsbuch nach dem Royal-Kram nochmal eine geupdatete Version gab. Ich weiß, dass es von Zelda eine geupdatete Version gab, was ich voll nervig finde. Weil ich das halt essentiell dann zweimal kaufen darf. Aber, in Final Fantasy XV habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Gib's auf! Like wild chocobo country to me. Indeed. Let's search the area. Ich weiß, dass ich beim letzten Mal genau hier einen gefunden habe. Jetzt rennt er halt so hier durch die Gegend die ganze Zeit, immer so hin und her. Sure you got a proper shot? Dude, it's me. Take any for yourself. Dude, it's me. Sehr gut. Sehr gut. By the way, heute ging auch endlich mal der erste Part von Final Fantasy 15 auf dem YouTube-Kanal online. Endlich Final Fantasy 15 in 4K mit 60 FPS. Kann ich hier eigentlich... Oh, ich kann hier tatsächlich nochmal durch. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mich so rückwärts hier durchlaufen lassen. Aber okay. Passt schon. Ich freue mich so sehr auf Final Fantasy VII Remake immer noch. Pass auf, am Ende ist das voll kacke und ich hype das Spiel die ganze Zeit hier in dem Let's Play voll doll und jetzt spiele ich das mit so voll... Warum ist das nicht so gut?
Fände ich mega lustig. Ist doch Jinx in. Ach, ich möchte doch auch, dass es großartig wird. Ey, Final Fantasy VII Remake wäre einfach in 2 Tagen rausgekommen. Es wäre am Dienstag erschienen. Das hättest du jetzt schon in irgendwelchen Läden nehmen können. Wärst du halt aus dem Laden, gegangen, hättest es mitgenommen, wärst in den Laden reingegangen. So. Ah, nein, nicht. Oh Gott. Ach, wir können keinen Chocobo rufen, weil meine Mietzeit ist abgelaufen. Tja, dann laufen wir halt zurück. Was soll's? Onward. Hättest du es jetzt schon im Laden mitnehmen können, nur um es zu bereuen, gekauft zu haben. Der Witz ist ja auch, ich hab's ja vorbestellt. Also, dass ich es mir im Laden kaufe, ist eigentlich voll dumm. Ich hab's bereits für 300 Euro gekauft, Alter. Ich habe bereits die scheiß 300 Euro ausgegeben, um diese mega krasse Super-Duper-Edition zu kriegen. Ich werde es mir wohl nochmal kaufen müssen. Ich werde nicht drum herum kommen, leider. So what'll it be today? Grab some grub before you go? Ich möchte eigentlich einfach nur das Quest abgeben. Hier. Well, thank you. This is a fine photograph. Is it what you needed? Surely is. Good to see the birds in fine fettle. You can tell just from a photo? I've been raising birds a long time, son. Now, I owe y'all something by way of thanks. This here's yours. For your own chocobo. Cool. Warte mal kurz, ich muss gerade mal mein Dings hier leiser machen. Ich hoffe, das funktioniert. Okay, das klappt. Es muss komisch aussehen, was ich hier tue. Ich mach das mal so laut. Okay, so. Ich muss mal mein Mauskabel hochheben, damit die Maus funktioniert, weil irgendwas hat hier einen ganz fiesen Wackelkontakt an diesem Computer. Okay, nächste Aufgabe. Good to see y'all. Something wrong? Well, word just came in that there's a chocobo that's ailing out there. Would y'all mind going to take a look-see? I'd sure like to help the little guy if I can. Sure, no problem. Den geschwächten Chocobo finden. Das machen wir. Das ist auch eine cute Quest eigentlich. Ist nur die Frage, wo ist denn da? Ist es? Ich kaufe sich da zweimal das Game eine neue Maus. Ich hab eine Funkmaus, aber die kann ich gerade nicht benutzen, weil ich auf dem PC Final Fantasy 15 spiele. Und auf dem zweiten PC habe ich halt so eine zweite Maus, aber keine Ahnung, irgendwas ist nicht ganz richtig. Und ich brauche die halt so selten. Da tut's das. So, das ist okay. Okay, Brudi, los geht's. Checken wir kurz. Aufgaben. Chocobo in Gefahr. Los geht's. So, you're looking for a sick Chocobo, huh? It might be prudent to take some medication along, just in case. Yeah, best load up. Sounds like a plan. Gott, ich liebe Chocobo-Reiten in dem Spiel so sehr. Es ist so toll. Das ist halt wirklich cool. Ich habe übrigens den bösen Verdacht, dass ich aus Versehen das 4K-Pack aktiviert habe. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich aktiviert ist oder nicht. Aber das Gras sieht so grasiger aus als sonst. Es ist so, als ob einfach mehr Gras aktiviert ist und es schöner aussieht, als es aussehen sollte. Yeah, I was just thinking the same thing. The rise in temperature is likely attributable to the astral shard. We're close. Aber ja, ich muss tatsächlich ganz viel Geld für Videospiele noch ausgeben. Muss mir auch noch Animal Crossing vorbestellen als physische Version.
damit ich gucken kann, ob die früher jetzt ankommt, als die andere Version freigeschaltet wird. Oder, keine Ahnung, mal gucken, was so noch passiert. Und immer schön gucken, dass man die ganzen Spiele vor Release irgendwie kriegt. YouTubers Live. Also wenn ich mir irgendein Hack für dieses Spiel holen würde, dann, dass es einfach immer Tag ist. Oder dass der Tag einfach doppelt so lang ist wie die Nacht. Es ist halt einfach viel zu schnell Nacht in diesem Spiel. Was geht da hinten eigentlich ab? Da ist irgendwas ganz Interessantes. Ah, okay, das ist das Chocobo-Symbol, dass da hinten die Chocobo-Ranch ist. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Es wird ja immer besser. So, where are we staying tonight? Here works. Camp it is. Es ist aber halt echt so, wenn du das halt wirklich professionell machst und halt darauf angewiesen bist, so ein Spiel vor Release zu kriegen, das bestellst du bei mindestens 4 Läden vor. Und der es zuerst abschickt, hat gewonnen. Der darf dann den Sale behalten. Beim Rest geht das wieder zurück. Es ist halt echt so. So traurig es klingt. Und wenn halt gar nichts geht, dann bestellst du es halt in Australien vor, als digitale Version. Dann schaltet sich das am Vortag auf jeden Fall frei. Und das reicht meistens dann auch noch, aber... Wenn du halt Pech hast und irgendwelche Release-Spammer das halt schon so eine Woche vor Release in die Hände kriegen, dann kannst du es eigentlich auch sein lassen, weil dann ist halt ein Großteil der Views, also der Leute, die nur so Drive-By-Viewer sind, geht halt flöten, weil die haben das dann schon mal irgendwem anders gesehen, so warum sollten sie es dann bei dir gucken? Und, ist halt dann egal, also dann kannst du es halt auch echt regulär spielen. Thanks for the ride. So, okay, jetzt müssen wir gegen den fetten Frosch kämpfen. Au. Sehr gut. That's it. What's what? I've come up with a new recipe. Recipe? Can't wait to try it. Ah, das Gras, was ist los? Oh, it's gotta be him. Knocked. Do you have the medicine? There. Ah, what a relief. You take care now. Sehr gut. If a predator had found him, he'd have been done for. Uh-huh. A real good thing we found him first. We can take the good news back to Wiz. Yeah, he's gonna be happy. Kommt vor allem Final Fantasy VII Remake nicht irgendwie zusammen mit... Ew, was ist hier denn los? Oh, okay, ja, da können wir ruhig weglaufen. Das ist egal. Kommt das nicht zusammen mit Resident Evil 3 Remake raus? War da nicht irgendwie was? Habe ich da nicht irgendwie die falschen Daten im Kopf oder kam Resident Evil 3 nicht auch irgendwie am 10. April raus? Kam die zeitgleich raus? Da muss ja gerade mal jemand helfen. Weil wenn Resident Evil 3 auch am 10. April rauskommt, kann es sein... Okay, das kommt am 3. April. Holy shit. Uff, ich wurde gerade ein bisschen nervös, ehrlich gesagt. Hätte gerade so ein bisschen Panik vielleicht, wo ich mir so dachte, es hätte vielleicht ein bisschen dramatisch werden können an dem Tag. Something sad about sunsets. Hey Red Dragon. The mush all of a sudden. What's that supposed to mean? Soll Animal Crossing nicht nur auf YouTube gestreamt werden, sehe ich da? Ja. Ich möchte es idealerweise vermeiden, dass die ganzen Leute auf Twitch kommen und hier mal fragen, von wegen, wann kommt Animal Crossing? Weil das
idealerweise soll das hier eigentlich nicht kommen, außer halt, wenn es wirklich so ein Ausdauerstream ist oder sowas, so ein 24-Stunden-Stream, dass das da mal 2 Stunden gestreamt wird. Aber ansonsten kommt das nur auf YouTube. Also das wird hier regulär nicht kommen. Also da muss man hier nicht drauf warten, dass das passiert. Imperials above us! Es ist voll dunkel, Mann. Ey, das wird, der April wird krass. Ich meine, das war ja vorher irgendwie der März, wo ja Final Fantasy 7, Animal Crossing, Doom, Cyberpunk, Last of Us 2 irgendwie innerhalb von einem Monat, also innerhalb von 30 Tagen irgendwie rausgekommen wären. Dann haben wir mit Final Fantasy 7 Remake angefangen, dann irgendwie Doom Eternal dazwischen, dann irgendwie Animal Crossing dazwischen, dann irgendwie Cyberpunk irgendwo dazwischen und am Ende dann halt irgendwie Last of Us 2 plus Persona 5, voll vergessen, kam auch noch raus. Ist halt so voll. Dude, was ist hier los, Alter? Was ist Schlaf? So, ich bin halt so dann... Ich bin einfach immer wach. Spritzt mir einfach Energy Drink genau in die Venen, Alter. Was soll ich überhaupt noch schlafen, Mann? Lohnt sich eh nicht. Einfach wach bleiben. Videospiele sind live. Well, did y'all find the bird? Yeah, he's doing better now. Moving around. Is that right? Y'all did me a real good turn today. I owe you. I don't have much I can give y'all. But I can give you this for your chocobo. It's brand new. Cute. So, ich glaube, eine Quest kann man da noch machen. Eine oder zwei. Mal gucken. Mal gucken. Aber zuallererst begeben wir uns ins Bett. One of us is pleased. That's good enough in my book. So not. How do we divvy it up? Ich fände das sehr geil, wenn Square eine Final Fantasy 7 Demo einfach rausbringt. Das wäre halt extrem toll, okay? Nice shot, Prompto. Halt allein der Gedanke, dass diese Demo da draußen rumschwirrt für alle, die eine gehackte PS4 haben und die einfach schon spielen können, fuckt mich ein bisschen ab, ehrlich gesagt. So, mal wieder gewinnen die Leute, die einfach ihren Scheiß hacken und Leute, die einfach normal drauf sind und sich immer an die Regeln halten, gucken wieder in die Röhre. Es ist halt so... Why, einfach? Say, y'all getting bored of my chow? I mean, I do serve the same thing all the time. I'm thinking I gotta spice up the old menu. I want to be more particular about vegetables. Y'all see something nice, you bring round a bushel, all right? Okay. If we see anything. Okay. Wurzel des Erfolgs, das krieg ich hin. Das habe ich schon mal gemacht, glaube ich. Das habe ich wirklich schon mal gemacht. Tröd. Ist ja immer weiter weg alles hier. Ja, die Frage ist halt echt, wann Square einfach die Demo raus... Also es wird definitiv eine geben. Ich meine, es gibt ja auch eine zu Final Fantasy 15. Aber halt, ja, wann bringen sie sie raus, ne? Wenn sie total lustig sind, machen sie halt wirklich erst, dass die Release-Tag des Spiels rauskommt. Also halt am wirklichen Release-Tag. Oder wenn sie mega lustig sind, irgendwie so 3 Monate nach Release. Oder wenn sie cool sind, bringen sie die halt wirklich einfach am Dienstag. So als kleine Entschuldigung, dass
sie das Spiel verschoben haben. Aber die Demo ist ja fucking ready, Alter. Macht's doch einfach. Macht sie doch einfach fertig, so. Macht sie doch einfach frei verfügbar für alle Leute, die das Spiel voll regular gespielt haben. Und downloaden werden und spielen wollen und so. Steffi, danke für 5 Monate Sub. Ich habe dich genauso lieb, wie du hoffentlich mich. Mit anderen Stuff zu tun als trinken wollt, ne? Zum Beispiel jeden Tag zu McDonald's zu fahren oder 17 Stunden pro Tag zu schlafen oder Kingdom Hearts 3 sämtliche Bosse auf Level 1 mit Kingdom Key zu besiegen. Rather sultry. Yeah. The Empire sent reinforcements. Ich meine, damals haben sie in Japan zumindest, ich glaube, diese Judgment-Demo zu Final Fantasy XV auch circa einen Monat vor dem Release des Spiels rausgebracht. Es wäre daher gar nicht so abwegig, wenn sie die Demo von Final Fantasy VII tatsächlich am eigentlichen Release-Datum releasen würden. Also würde mich, ehrlich gesagt, wenig überraschen. Würde mich aber halt genauso wenig überraschen, wenn es irgendwie erst am Release-Tag kommt für Leute, die sich nicht sicher sind, ob sie das Spiel denn wirklich kaufen möchten oder nicht. Weil das war ja der eigentliche Plan von, habe ich irgendwo mal gelesen, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber eigentlich war ja von Anfang an geplant, dass die Demo wohl erst zum Release des eigentlichen Spiels herauskommt. Um einfach Leuten, die nicht wissen, ob sie es sich jetzt kaufen wollen, eine Chance zu geben, dass sie rausfinden können, ob sie es kaufen möchten oder nicht. Und, ja, keine Ahnung. Mal gucken, so. Ich bin gespannt. Ich feiere auf jeden Fall jeden Demo-Post, der unter den Square Enix-Posts ist. Jedes Mal, wenn Square Enix irgendwas postet und da so drunter steht Demo-Fragezeichen, kann ich das sehr fühlen. Das spricht mir aus der Seele. Einfach. Irgendwas ist mit den Büschen hier nicht in Ordnung, habe ich das Gefühl. Was habe ich hier wieder angemacht, dass das so strange ist? Lass mich doch kurz mal in die Grafikeinstellung gehen. Das ist alles aus. Eigentlich habe ich keine Ahnung. Ich glaube, das liegt am Level of Detail, dass ich das ein bisschen runter machen muss. Thanks for the ride. We'll meet again. I believe this would make a fine addition to Wiz's new dish. Yeah, well then, let's take it to the man. Stay back. And what if we don't? Hey, Nana Nico. Hey, ouch! That is one ferocious feline. Knocked. Overhead. Warte mal kurz. Glück kann man hier so lang. Dann bin ich einfach ein bisschen schneller als vorher. Oder ich glitsch gleich einfach durch die Welt. Das kann natürlich auch sein. Stell einfach vor, Noctis hat so einen eigenen Chocobo, der ihm gehört. Anstatt Gemüse gibt er mir einfach Pommes. Pommes und Hamburger und keine Ahnung. So ein Quatsch einfach.
Er ist dann so drauf von wegen, ja, mein Chocobo bekommt nur das zu essen, was ich selber essen würde. Und da er ja halt einfach kein Gemüse ist, sondern halt echt nur so Fastfood-Kram, kommt der Chocobo dann auch nur Fastfood-Kram und wird dann auch zu einem, wie hieß der, zu einem Chocomoppel einfach. Fände ich übelst lustig. Chocobo Amerikaner, so. Ich habe übrigens mal Hairworks angemacht, damit ich mal sehen kann, wie das funktioniert. Ich kann das eigentlich tatsächlich mal anmachen, damit Leute mal sehen, wie das im Spiel aussieht. Ist halt überhaupt nicht spannend, aber einfach damit man es mal gesehen hat. Guck mal, jetzt haben die Fell. Das ist das Einzige, wo Hairworks funktioniert im ganzen Spiel. Dass die Dudes einfach Fell bekommen. Und du dann sehen kannst, wenn sie sich so bewegen und sich schütteln, dass dann das Fell mit wackelt und sowas. Das ist halt so das einzige Mal, wo Hairworks in dem Spiel, wie gesagt, benutzt wird. Und es ist so... Es sieht cool aus, auf jeden Fall. Aber es tankt halt die Performance einfach übelst krass. Deswegen lohnt sich das irgendwie nicht, das anzuhaben. Und der richtige Schocker kommt, sobald ich das wieder ausmache. Und du die wieder so normal siehst und sie aber so voll statisch sind und komisch aussehen. Halt, die sahen einfach voll natürlich fluffy aus und jetzt siehst du sie dann halt so und bist dann so, oh, sah vorher aber besser aus. Wie sahen die in der PS4-Version aus? Auch so statisch? Yes! Halt, ich möchte am liebsten diese ganzen Nvidia-Geschichten anmachen, weil die halt das Spiel echt hübsch machen. Also halt Hairworks an, VXAO an, Turf Effects an, Shadow Lips an. Boom. Cool. Läuft jetzt nicht unbedingt viel schlechter als vorher. Nee, warte, wir können das noch weiter nach oben pushen. Tatsächlich. Hier. Level of Detail auf hoch. Was haben wir hier noch? Schattendetails auf hoch, maximal ist dann zu krass. Jetzt halt alles so auf hoch, maximal. Boom, schönes Spiel. Das Problem ist, dass wir jetzt gleich einfach übelst die Grafikprobleme kriegen werden. Also das läuft jetzt so eine halbe Stunde gut. Und dann fängt es langsam an, irgendwie zu crashen. Das anfängt irgendwie so die Schatten plötzlich zu zittern. Und dann fangen irgendwie an, die ganzen Büsche zu verschwinden. Und... ist das Gras irgendwann weg? So, das ist... Je länger du es spielst, desto mehr Grafikfehler treten dann einfach auf, habe ich gemerkt. Und wenn du halt die ganzen Nvidia-Sachen irgendwann wieder deaktivierst, dann geht das Spiel wieder. Das ist halt... Das ist halt so strange. Und vor allem, ihr seht ja, das Spiel läuft hier immer noch in 60 FPS hier gerade. Trotz der Tatsache, dass das alles auf High ist. Aber das Spiel ist einfach so broken, was die Grafikeinstellungen angeht, dass es irgendwann einfach kaputt geht. So, das ist, zerstört sich irgendwie von innerst. Und geht tot, so. Seht euch das Gras an. Wie schön das sanft im Wind wackelt, so. Das ist so hübsch. Oder halt die ganzen Bäume da hinten. Wie schön sie im Wind wackeln. Das sieht so hübsch aus, einfach. Siehst du, selbst er stimmt mir zu. Selbst er sagt, oh, der Wind ist echt gut. Wieso hat der Chocobo zwei Schatten? Das ist, weil ich die Nvidia-Schattengeschichte aktiviert habe, welches Self-Shadowing-Dings. Und das bedeutet, wir werfen Schatten auf uns selbst. Das bedeutet aber auch, dass wir Schatten auf den Boden werfen. Und ich habe Ambient Occlusion an. Das ist auch nochmal, dass wir irgendwie alles, dass alles nochmal Schatten wirft und sowas. Also das ist halt... Das ist halt echt einfach... kann man machen. Aber irgendwann kackt halt einfach mega das Spiel ab. Traurigerweise. Und ich weiß halt nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass sie es alles mit dem letzten Patch irgendwie kaputt gemacht haben. Oder ob das einfach generell nicht funktioniert. Weil das kann ja auch sein, dass es einfach
generell nicht geht, so. We'll meet again. So, y'all reckon this veg can spice up my menu, huh? Maybe. Can't hurt, right? Well, what's it taste like? Like something good? Yeah? Well, if y'all say so. Now I'll get myself in the kitchen and start cooking. Y'all be sure to give the new dish a try. So, eine Aufgabe gibt es noch. Die holen wir uns noch und dann schauen wir mal, was hier noch geht. Why? What's up? Wild Chocobo went and got herself attacked. Folks say they saw her running for her life, all desperate like. Don't worry, we'll find her. Aber das dunkel wird, machen wir das gleich erst. What was it running from? So, he hopes to bring in customers by expanding the menu. It ain't easy, the restaurant business. And it's... Du-du-du! Ich glaube, wir brauchen keine Chocobo-Bilder mehr. Wir haben echt genug Chocobo-Bilder. So. Dann checken wir doch gerade mal. Aufgaben. Rettet den Gejagten. Easy now. Ich trage wieder normale Klamotten. Wieso das denn? Weil ich es ganz cute fand, dass wir so für ein bisschen die ganzen Final Fantasy 14 Klamotten anhatten, aber irgendwie reicht's mir eigentlich auch. So, es ist einfach. Ich mag es, dass sie die normalen Klamotten anhaben mehr. Ich mache immer die ganzen Grafikeffekte wieder aus, weil ich gerade merke, dass die Performance so ein bisschen stirbt. Aus. So, dann Schattendetails können auf Mittel. Und das hier musst du auch auf Mittel. Ich glaube, dann läuft das Spiel einigermaßen brauchbar. Und hat nicht zu viel Grafikquatsch, der abgeht. Die Cup-Noodles-Maske in dem Spiel noch, lese ich gerade. Oh, das ist eine gute Frage. Das war auch so ein Ding hier, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee, tatsächlich nicht. Das gab es nur in der PS4-Version. Also PS4 und Xbox One-Version, da hattest du diesen Cup-Noodle-Kopf, aber, hier? Also, du kannst dir wahrscheinlich den als Mod runterladen. Aber, ja. Habe ich nicht installiert. Wie gesagt, die einzige Mod, die ich installiert habe, ist Clouds Schwert. Weil das relativ safe ist eigentlich. Komm schon, du kommst hier durch. Okay, vielleicht dann nicht. Aber halt, auch Mods in dem Spiel sind einfach ein bisschen broken. So, wenn du halt alle mit Modwaffen ausrüstest, buggen die irgendwann und alle halten dann plötzlich dieselbe Waffe in der Hand, was halt voll komisch aussieht. Das heißt, so gerne ich zum Beispiel auch Noctis mit, keine Ahnung, irgendwelchen anderen Schwertern ausrüsten wollen würde, geht halt nicht, weil dann das Spiel irgendwann anfängt zu buggen. So, ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, wo zur Hölle ich hin muss. Ach da! Oh, ich muss hier einmal rum. Okay. Ja, fuck. Committed. Los geht's. Da müssen wir jetzt so hin. Ich muss eh den Chocobo aufleveln. Also, kommen wir eh nicht drum herum. So, okay. Irgendwo hier soll der ja sein.
Thanks for the ride. Oh no. She's in a bad way. We've got our own tails to worry about first. I am not into wildlife. More of a pet guy. Stop bitching. Start killing. Get back! Ignis! If I may. Impressive. Nice. I've grown stronger. Must be thanks to my advanced diet. The one that excludes vegetables. That's the one. So, sehr gut. Wir haben unseren kleinen Choco-Freund hier gerettet. Der jetzt so voll schlafend auf dem Boden liegt. Hurry up and heal the Chocobo. That's a good girl. She's better already. Oh. Talk about a weight off. I hope she doesn't live here. It's not the safest place for chocobos. Wiz says many have already fallen prey. It's not like you can round them all up and put them in a pen. That's just the way things are out here, I guess. Yeah, we managed to save one of them at least. Ach, good boys, einfach. So, dann reiten wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und dann ist mein Chocobo hoffentlich Level 8. Let's go. Wir haben es geschafft! Endlich sind wir wieder da. Und mein Chocobo ist kein Level aufgestiegen, wohlgemerkt. We're here. Thanks for the ride. Easy now. Eigentlich wollte ich nur die Aufgabe fertig machen. So. Nice riding with you. Looks like y'all got good news. You save her? Yeah, we got there just in time. Heck, I'm mighty grateful to y'all. It's usually bad news, and I was bracing myself for more. Sometimes I get to thinking maybe keeping chocobos ain't in accord with the laws of nature. But them fellas are just too darn adorable. Anyway, I'd like y'all to have this, by way of thanks. So, was haben wir hier noch? Anscheinend ist die Quests hören nicht auf, Mann. Ah, howdy there. Say, y'all got some time to spare? Sure, what's up? Maybe y'all heard of black chocobos? See, they ain't yellow like the regular birds. They're disappearing from these lands. Seems like there's less of them every year. But I got word that one laid an egg. Is that right? Good news. Surely is. Except the mother bird's gotten hurt. Some hungry critters bound to come across them before long. But because folks' lives ain't in danger, the hunters refuse to lift a finger. Guess it's up to us then. We'll see what we can do. Nice, okay, dann wollen wir mal. Das können wir noch machen, weil die schwarzen Chocobos sind tatsächlich ganz cool. Aufgaben? Da. Es ist tatsächlich, glaube ich, auch relativ nah. Okay, 6 Kilo. Zur Hölle ist das, Alter. Warte mal. Ach, das ist da ganz hinten. Holy shit, okay, ja, da reite ich nicht mit meinem Chocobo hin, glaube ich. Da warb ich mich gerade zu meinem Regalia, um mich dann mit dem Regalia, zum Vesperspiegel zu warpen. Right behind you. Automatisches Fahren, Aufgabenziel hier, yes. Habt ihr übrigens schon mein total tolles T-Shirt gesehen? Ich kann es euch nicht ganz zeigen, aber ich kann euch zeigen, dass da ein Pikachu drauf ist und da drauf steht, I'm not chubby. tatsächlich steht da drauf, I'm not chubby, I'm nice Gigantamax. Nur damit alle wissen, dass ich nicht fett bin, sondern kraftvoll. Okay. Let's go.
So, irgendwo hier scheint es jetzt zu sein. Guck mal, es ist sogar nur 80 Meter entfernt, da hätte ich den gar nicht mehr rufen müssen. Ist das der Platz? Ja, sie müssen nahe sein. Not! They're after the egg! We have to drive them off. Fast! Gotcha. Try this exercise! Ah, fuck, das geht doch gar nicht. That's what I call teamwork. Ha. The Prince of Pain. Yep. Done in a minute. Time to spare. Sorry. Done and dusted. The egg is safe, but where's the mom? I don't see her. Oh, it's still warm. We gotta get it back to Wiz before it gets cold. Right, let's move. Tatsächlich kann man übrigens schwarze Chocobos finden, wenn man im Wald in Duskai rumrennt. Da schwirren die manchmal so ein bisschen rum. Das ist ganz süß. In der Duskai-Demo habe ich welche gefunden und mich mega gefreut. War so voll, oh mein Gott, wie cool das einfach ist, dass du da rumlaufen kannst und findest Chocobos im Wald, Mann. Nice. Bekommt von mir 10 von 10 Punkten. Hier ist gerade dieses Ende von Darling in the Franxx. Brudi! Alter, ey. Darling in the Franxx hat mich letztes... kam das letztes Jahr raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war einfach so... Die erste Hälfte war voll geil. Dann war es so 5 Episoden, oh mein Gott, what? Und dann waren es die letzten 3 Episoden, die einfach voll komisch waren und... Time to meet the Chocobos. Calm and carefree. Du, 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 du. So, hier bitte. What's this? An egg? Yeah, found it just in time. It's still warm. You leave it with me. I'll look after it. We never saw the mother. Oh, that's a shame for sure. But y'all saved the egg at least. I'll take good care of it. Make sure it hatches. Good luck. I'll send out word when it does. Y'all be sure to come and see the chick. We'll look forward to it. I was planning on putting these vegetables up for sale. But I want y'all to have them. As a token of my thanks. No better place for that egg than with Wiz. He knows what he's doing. We gotta come back, guys. As soon as the chick hatches. Of course. Voll cool. Okay, cool. Dann haben wir die Chocobo-Dinger ja geschafft. Das ist ganz nice. Dann können wir uns ja jetzt den Streifzügen widmen, würde ich sagen. Unser Chocobo ist ja auch nicht viel geiler als vorher, da haben wir die Chocobo-Rennen leider verkackt. Mal gucken, ob ich die irgendwie nachholen kann irgendwann, aber... Spontan, da gab es eh, glaube ich, das muss ich eh Postgame machen, weil erst dann wird auch das letzte Rennen freigeschaltet. Daher alles cool, machen wir dann halt irgendwann später. Kriegen wir alles hin, alles wird super.